So, dann gucken wir uns mal die Lösung der Aufgabe aus der letzten Folge an. Wir hatten ja eine Spannungsquelle 24 Volt und diese Spannungsquelle wurde verbunden über einen Hinleiter, der war 10 Meter lang, hatte den Radius 0,5 mm und einen Rückleiter der gleichen Größe mit einem Widerstand R gleich 10 Ohm, sodass wir einen geschlossenen Stromkreis bekamen. Und die Frage war nun, wie groß ist denn die Spannung UR, die noch an dem Widerstand R abfällt? Gegeben waren die Formeln R gleich Rho mal L durch A und für Rho hatten wir 1/56 Ohm Millimeter Quadrat durch Meter gegeben. Okay, das Erste, was wir einmal machen können, ist, wir können den Widerstand dieser Leitung hier oben berechnen. Das heißt, unsere Schaltung sieht nachher so aus, dass wir hier unsere Spannungsquelle haben. Unsere Spannungsquelle, dann haben wir oben den Hinleiter als Widerstand und dann haben wir hier unseren Nasswiderstand, den Widerstand mit 10 Ohm. RL nenne ich den mal, R gleich LL gleich 10 Ohm. Und dann geht es wieder zurück über diese Leitung hier. Auch da habe ich wieder einen Widerstand. Und dann zurück zur Spannungsquelle U0 mit 24 Volt. So, wir brauchen zunächst einmal, wenn wir den Widerstand R hier berechnen wollen, brauchen wir unseren Leiterquerschnitt A, unsere Querschnittsfläche A, die können wir berechnen. A ist gleich Pi mal R Quadrat. Diese Formel kennt man vielleicht noch aus der Schule. Und das ist gleich Pi mal, unser R war 0,5 Millimeter zum Quadrat. Und wenn man das in den Taschenrechner eingibt, dann kommt da ungefähr 0,785 Quadratmillimeter raus. Das ist also unsere Querschnittsfläche, hier unsere Fläche A. Das ist unsere Querschnittsfläche A. Und unsere Länge L hatten wir gegeben, das waren diese 10 Meter. Und das Rho hatten wir auch gegeben, das heißt, wir können direkt unseren Widerstand ausrechnen. R ist gleich, Rho war 1/56, 1/56 mal Ohm, hoppla, Millimeter Quadrat durch Meter. Und mal L, L waren 10 Meter. Und unser A waren 0, wir müssen dann durch A teilen, 0,785 Quadratmillimeter. So, damit können wir das eher ausrechnen. Wir gucken mal eben, ob die Einheiten stimmen. Wir können hier einmal dieses Meter gegen Meter kürzen. Wir können hier einmal dieses Quadratmillimeter mit diesem Quadratmillimeter kürzen. Damit werden alle Einheiten rausgekürzt. Das Ohm bleibt übrig und das macht auch Sinn für einen ohmschen Widerstand, dass die Einheit Ohm dort übrig bleibt. Und wenn man die Zahlenwerte in den Taschenrechner eingibt, dann kommen da ungefähr 0,227 Ohm raus. So. Okay, damit können wir schon das Ohmsche Gesetz umstellen. U gleich R mal I. Und könnten damit ausrechnen, wie groß ist denn eigentlich die Spannung, die hier an dem Widerstand abfällt. Dazu bräuchten wir aber den Strom. Und den Strom bekommen wir, indem wir
diese drei Widerstände zusammenfassen und dann das Ohmsche Gesetz da nochmal anwenden. Also den Strom können wir berechnen aus I ist gleich und dann unser U0 geteilt durch R gesamt. Das sind gleich, unser U0 waren 24 Volt. Geteilt durch, und dann unser R gesamt, das waren einmal diese 10 Ohm hier auf der, unser Lastwiderstand von 10 Ohm. Und dann diese beiden Widerstände, also 10 Ohm plus 0,227 Ohm mal 2. Das ergibt einen Widerstand von 10,45454 Ohm. So, und wenn wir den Strom ausrechnen, dann kommt da eine Stromstärke von ungefähr 2,296 Ampere raus. 296 Ampere. Jetzt mal unabhängig davon, ob wir solche Stromstärken durch so ein dünnes Kabel schicken sollten, das Kabel nicht zu heiß wird. Unabhängig davon können wir jetzt erstmal hier unsere Spannung berechnen, die dort abfällt. Und zwar können wir sagen U das sind diese 10 Ohm. Gleich 10 Ohm mal 2,296 Ampere und das sind gleich ungefähr 20 Volt. Das heißt, die Spannung, die hier noch abfällt an dem Widerstand, sind 23 Volt. Ich trage das hier mal ein. So, 23 Volt. Das heißt, hier an den Widerständen fällt jeweils ein halbes Volt ab und dann entsprechend hier noch 23 Volt.